als nächste Abgeordnete am Wort Daniela Holzinger von der SPÖ. Danke, Herr Präsident. Ja, der im Antrag beabsichtigte oder die im Antrag beabsichtigte Umstellung der Finanzierung unserer elementaren Bildungseinrichtungen von einer Objektförderung auf eine Subjektförderung inklusive Schecksystem bietet aus meiner Sicht zwar Potenzial im Bereich der Transparenz, wie schon erwähnt worden ist, oder des Kostenbewusstseins der Menschen gegenüber, dass einfach bekannt ist, was kriege ich eigentlich für Leistungen von Seite des Staates. Alleine aber um diese wünschenswerte Transparenz wirklich herstellen zu können, erachte ich teure Totalumstellung des Systems, das wir jetzt haben, für nicht zweckmäßig. Viel kostengünstiger würde sich das zum Beispiel umstellen lassen, wenn man einen jährlichen Bericht erstellt, wie so ein Gesundheitssystem der Fall ist und da die Leistungen aufgeführt werden, die man jährlich konsumiert hat. Richtig problematisch wird der Ansatz des Scheckmodells mit Subjektförderung, aber meines Erachtens erst dann, wenn damit die völlig freie Auswahl von Bildungseinrichtungen damit einhergeht, weil die damit in Aussicht gestellt, die Qualitätssicherung, so wie es auch im Antrag formuliert ist, dass der Wettbewerb praktisch sagt, die Qualität verbessern würde, meines Erachtens nicht gegeben ist, sondern eine weitaus größere Gefahr besteht, dass man nämlich in die Etablierung einer Zwei-Klassen-Elementarbildung übergeht. Wir sehen die Gefahr auch dahingegen, dass durch das Scheckmodell es nicht mehr möglich ist, wirklich wohnortnahe Bildungseinrichtungen und das besonders im ländlichen Raum garantieren zu können, als Staat garantieren zu können. Ein Scheck könnte eben nur dort eingelöst und eingesetzt werden, wo die Betreuung überhaupt einmal vorhanden ist. Und da ist eben der städtische Bereich viel, viel privilegierter, was dieses Angebot überhaupt betrifft. Und die soziale Durchmischung, ein wesentlicher Faktor, den wir eben auch sehen als ein Faktor, soziale Kompetenzen zu erlernen, würde damit ebenfalls wegfallen, weil sie eben unserer Meinung nach ein Zwei-Klassen-Bildungssystem herausbilden würde. Und ich habe mir das Beispiel Hamburg angeschaut, weil das im Ausschuss eben auch gekommen ist von Kollegin Meindl-Reisinger, dass das dort schon umgesetzt ist und eben funktioniert. Und ich habe mir da die Beiträge aus dem Monitor Familienforschung herausgesucht. Und da steht eben Einrichtungen, die sich nicht so gut vermarkten können, eben aufgrund Wettbewerb, sich vermarkten als Kindergarten, werden in Deutschland seltener in Anspruch genommen. Einrichtungen haben keine verlässlichen Einnahmequellen, was eben dazu führt, dass weniger Investitionsbereitschaft der Einrichtungen besteht und auch fachliche Anforderungen zurückgefahren werden. Und nach 5 Jahren, wie das System eben in Hamburg schon gelaufen ist, ist festgestellt worden von Abgeordneten, dass das Kita-Gutscheinsystem dort sich nicht bewährt hat, weil schwache Familien und ihre Kinder benachteiligt und die Arbeitsbedingungen in den Kitas sich weitaus verschlechtert haben. Warum? Die Anzahl unbefristeter Vollzeitstellen für Erzieher und Erzieherinnen ist massiv abgebaut worden. Das heißt, man ist in den Bereich Teilzeitarbeit gegangen und aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen dadurch hat einen extremen Fachkräftemangel ist entstanden, der dem wachsenden Bedarf an der frühkindlichen Erziehung eben und der sozialen Verantwortung nimmt. Gerecht geworden ist. Ja, vor dem Hintergrund sehe ich den Paradigmenwechsel, der da stattfinden soll, als eher als Gefährdung des aktuellen Systems. Die Transparenz ist die positive Seite, aber auf der anderen Seite ist eben, dass für die Bildungseinrichtungen das Kind irgendwie zur Ware wird, zu einem Betrag wird und die Qualität im Hintergrund steht. Die Qualität aber genau das sein sollte, was unser aller Anliegen sein sollte, nämlich Qualität der Bildung selbst, Qualität, was die Gruppengrößen betrifft, Qualität, was die Spezialisierungsmöglichkeiten auch für das Personal betrifft, für die Kindergärten und Hortpädagoginnen. Und ich glaube, das muss unser Ansinnen sein, damit der Kindergarten, damit die elementaren Bildungseinrichtungen auch den Stellenwert kriegen, den sie verdient haben. Danke.